So, willkommen zu einem neuen Let's Play mit einer etwas neuen Setup. Wie ihr seht mich, ich sehe euch nicht wirklich, aber gut. Ja, ich habe ein bisschen so rumgefummelt und zwar habe ich jetzt mittlerweile mich an das Kamerasystem hier ein bisschen eingefrickelt. Also, ich nehme meine Kamera auf. Na, jetzt seht ihr hier meinen zweiten Screen. Ich nehme meine Kamera auf mit dem Programm. Sende das an einen zweiten Screen, das ist praktisch ein virtueller X-Server innerhalb meines X-Servers, so heißt das Programm dafür, und diesen Screen kann ich dann wiederum mit FFmpeg oder AV-Convert praktisch einfangen, genauso wie meinen aktuellen Bildschirm. Also ich habe praktisch zwei Bildschirme, die ich gleichzeitig einfangen kann und in FFmpeg überlagern kann. Und zwar, auch wenn ich bei meinem Hauptbildschirm etwas im Vollbildmodus habe, was alles überdeckt, kann ich damit immer noch da etwas wieder drauf packen. Deswegen das Setup. Vorher hatte ich das probiert gehabt mit praktisch die Kamera direkt in FFmpeg einstellen. Das Problem ist, die Kamera hat ab und zu möglich Delays und das desynchronisiert mir die ganze Zeit den FFmpeg. So ist aber das der Fall, wenn die Kamera wieder kriegt, ist es komplett egal, weil ich greife das Bild ab, was ihr hier seht, und nicht direkt die Kamera. Das heißt also, wenn die Kamera unsynchron wird und dann wieder später synchron wird, ist das Video auch wieder synchron. Und bleibt nicht desynchronisiert. So, das ist der Hintergrund dafür. Ansonsten alles soweit geblieben. Ja, einzige Änderung ist bei Doom for Doom. Seht ihr mich links? Für euch wirklich links. Weil da ist links, um links in der Ecke ist nichts. Bei Brutal Doom und Project Brutality und wie sie alle heißen. Da ist aber oben links die Stats für wie viele Monster getötet sind, wie viele Secrets ich habe, wie viele Items ich gesammelt habe, und dafür ist rechts diese ganzen Zeitanzeigen, wie lange ich noch unsichtbar bin. Und das ist relativ uninteressant, deswegen habe ich mich dort dafür entschieden, dass ich es da nach rechts packe. So, jetzt spielen wir aber Doom for Doom. Lange genug gequatscht. Würde mal sagen, legen wir gleich mal los. Doom the way it is. Perfekt. Jo. Oh, das stimmt alles soweit. Ja. So, gut. Hab ich noch gar nicht schick gemacht. They are rage. Brutal. Without mercy. Bin der Kind dick hier rüber. So. Doch, bisschen laut. Egal, ist nicht schlimm, dann rede ich mindestens auch gleich lauter. Bin ich verständlicher. Okay. Okay, der ist ein bisschen. Och nö. Ganz schön aggressiv, die Leute hier. So, das. Da ist ein Texturfehler, wollte ich sagen. Also, kein Texturfehler, aber sieht halt extrem abgekantet aus. Gut. Sind hier noch mehr, die Böses von mir wollen? Eine Rüstung habe ich soweit. Oh mein Goodness. Wo denn? Ach da. Aha, da ist ein Teleporter runtergefahren. Das ist interessant. Gut. Irgendwas? Nein. Hier geht's auch nicht weiter. Okay. Dann geht's also nur hier rüber. Hä? Ach, klar. Wow. Habe ich gar nicht gesehen, die Treppe hier. Oh my goodness. Okay. Ist das ein Teleporter? Ja, es ist ein Teleporter. Oh mein Gott.
Was ist passiert? Oh, es ist da. Wow. Nein, ich glaube, das darf ich nicht. Ah, okay, dann gehen wir erstmal. Moment mal, was ist jetzt? Wo jetzt? Und hier bin ich. Da. Ah, okay, okay. Aber wo ist es denn? Weit. Ach, Mann, Alter. Das da. Wow. Ist ja lol. So etwas nennt man übrigens im Fachjargon eine Fake Wall. Sieht praktisch aus wie eine Wall, aber man kann halt durchlaufen. In dem Fall wird er teleportiert, okay. Es ist aber quasi. Es wird auch verwendet, um zum Beispiel. Es wird halt gerne noch für Secrets verwendet. Zum Beispiel, wenn man hier so eine Fake Wall hat, dann denkt man, okay, hier ist nichts, weil hier ist eine Wand. Man könnte aber in Wirklichkeit durchlaufen. Und daher kommt halt der Begriff Fake Wall. Also. Gefakte Wand. Übrigens habe ich mich jetzt auch angezogen. Sonst nehme ich ja immer generell nackt auf. Ich habe gehört, das machen YouTuber so. Aber vor der Kamera. Ich möchte ja jugendfreien Content bringen. Ja. Deswegen verschieße ich auch keine Pistolen, sondern Laser. Das ist in Wirklichkeit Erdbeerkonfitüre. Es ist also komplett jugendfrei. Verstehe ich sowieso nicht, wie man. Oh, okay, haben wir schon. Es gibt ja Doom auch für diverse Konsolen, also hier für Nintendo 64. Für den SNES, für den Game Boy, für alles mögliche. Und jetzt muss ich überlegen, genau, bei dem Game Boy Port, da ist es natürlich so, dass das Blut, dass die Viecher grün bluten. Mit der Begründung, ja, jetzt müssen wir es nicht mehr zensieren. Aber ich meine, what? Warum ist etwas jetzt nicht mehr verstörend, nur weil das Blut auf einmal grün ist statt rot? Denkt man etwa, oh, das ist ja grün, das kann ja gar kein Blut sein. Also ist es auch nicht böse. Oh, bitte nicht. Alter, so viele Teleporter hier. Werden wir direkt in eine Falle teleportiert? Ich hab schon. Also warte, klar. Ich wusste gar nicht, dass man bei dem Blitz auch so schnell schießen kann. Dass man schneller laufen kann, das wusste ich, klar, aber dass es auch so extrem auf die Schuss-Dingsmonster geht. Noch wer? Hat man noch was? Ah, ich komm mal rauf hier. Er geht gar nicht. Gut, hier schon mal das Exit, wo wir nicht reinkommen, weil wir eine blaue Karte brauchen. Oh. Ich denke mal, der Schalter hat irgendwas damit zu tun. Klick. Müssen wir zurück? Gut, dann war hier was. Da war was. Und was hat jetzt der Schalter genau gemacht? Da ist was. Oh Gott. Ach, wir kriegen hier Schaden. Alter, leck mich. Wo bin ich denn jetzt hier? Nein. Nein, habe ich jetzt einfach nur so extrem laut auf meinen Kopfhörern eingestellt, dabei hier gestellt. Danke. Ach, die Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, wo ist der Ausgang? Da. Wollt ihr mich ficken? Alle weg. Alle weg. Alle weg. Da ist der Karotter Teleporter oder da wird ein Monster hin teleportiert. Da ist eine Tür. Okay. Wir haben noch keine einzige Schlüsselkarte. Das. Okay.
Wow, wow. Wo sollen wir denn jetzt hin? Ich meine, wir können nirgendwo hin. Ah, doch. Na komm. Fuck. Gut, wo war der? Da, da. Dankeschön. Oh mein Gott, es. Komm mal her. Ja, wo denn? Alter, wie man im Dunkeln immer so eine Spektre hinstellen kann, ey. Das ist ja. Fuck you. Das gehört ja illegalisiert. Okay. Eine Schicht. Achso, ist das Ding hier offen. Okay. War das Ding schon Feuer, ja, ne? Ja, war schon Feuer. Ach klar, wir haben gerade irgendwie die blaue Karte bekommen irgendwo. Fahre ich wahrscheinlich bei einem Gemetzel hier unten. Gemetzel, Au. Oh. Oh Gott, ich geh mal. Ich schau mal ganz kurz die komische Kleidung da. Diese ABC-Suit. Wo sind die jetzt? Da irgendwo. Da. Mal ein bisschen hier aufrüsten. Sollen wir hier was bekommen? Nee, ne? Gut. Das hier wollte ich. Dankeschön. Diese kleine blaue Box hier war nämlich Plasma-Munition. Kann man immer gut gebrauchen. Wie viel haben wir? Ja, geht tatsächlich sogar einigermaßen. Aber. Stirb. Stirb. Danke. Das wollte ich hören. Aber wir haben noch nicht alle Secrets. 1 von 3. Uns fehlen noch 2. Was auch wieder schön scheiße ist, weil wir haben kommen noch. Ach hier. Oder auch nicht. Hä, da wird aber was angezeigt. Ich will's haben, ich will's haben, ich will deine Mutter. The question is, wie komme ich da hin? Wow. Okay. Also hier kann man schon mal nicht durch. Hier war die Treppe. Da ist was. Da ist eine Tür. Da. Hä? Nee, das Fenster. Das ist das Fenster, was mir da anzeigt. Da ist was? Wo war da gerade was? Da war gerade irgendwo daher. Kommen wir da irgendwie raus? Nee, das ist genau der Gang, wo wir nicht hinkommen. Hä, aber wo kommen wir denn da? Was kommen wir denn da? Wie kommen wir denn da? Alter, ich hasse das, wo man so extrem rumteleportiert wird. Da verliert man komplett die Orientierung. So, nochmal hier durch die Fake Wall. Danke. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir wieder da. Aha. Macht das Sinn? Ich hab keine Ahnung. Ich werd aggressiv. Wow, ich krieg Scheiße. Was meint denn hier? Hä? Oh Leute. Ich meine, brauchen tun wir die Credits nicht wirklich, weil wir haben ja einige. Aber das ist hier so nah und wir kommen aber nicht rein. Muss man da irgendwie was. Nein. Da ist noch ein Teleporter, wo wir nicht drin waren, oder? Ah ne, das ist da, wo wir gerade reinteleportiert wurden. Sag mal, das ist doch hier nicht mal ernst. That makes sense. Wow. Nein, komm. Yay. Das ist doch was hier. Oh, das ist ein Schalter. Okay, jetzt noch ein Secret im Secret. Oh, komm. Hä? Ach
es wird doch ein Gegner. Der leckt mich am Arsch. Wo hat der sich da versteckt? Ich höre auch keinen. Also wo auch immer er ist sehr leise. Ob man das nun löblich findet oder nicht, ist aber eine andere Frage. Klappe jetzt. Nein, jetzt mal wieder. Ich wollte doch wieder so. Mach mal, Alter. Ach so, ich hab die. Boah, ich bin doch am Arsch. Ach! Ich hab nicht gespeichert gehabt. Das heißt, also ich weiß, wo der letzte Gegner ist. Und zwar im Secret. Wo muss ich jetzt hin? Da. Nee, bin ich falsch. Hä? Oh Gott, Alter, ich hab irgendwie auch sowas von verloren. Nee, waren wir doch gerade. Wollt ihr mich ficken? Alter, Leute. Mussten wir hier hoch oder was? Jetzt bin ich ja wieder hier. Alter, also langsam. Geht doch. Meine Güte. Das ist aber auch kompliziert hier. Nein, ich will das da. Darauf habe ich gewartet, mein Leben lang. Geh doch. Na komm. Schade. Ich dachte, jetzt kommt ein richtiger Drop. Das wäre so richtig Dubstep-Style. So, okidoki. Genau. Das war's für Level 1 aus Episode 2 von des. Nein, Doom the Way It Did. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, mit Kao.